Obwohl es mittlerweile mehr als genug Impfstoff gibt und man sich ohne Anmeldung impfen lassen kann, sinkt die Impfwilligkeit in Österreich dramatisch. Am Sonntag wurden überhaupt nur noch 584 zum ersten Mal geimpft, ein absoluter Tiefstwert. Insgesamt wurden etwa über 6000 Menschen, also so wenige wie zuletzt im Februar, als noch Impfknappheit herrschte, immunisiert. Mittlerweile gibt es zwar Impfbusse und Impfboote, aber das Angebot scheint nicht angenommen zu werden. Österreich kommt auf nur rund 55% vollständig Geimpfte und liegt damit klar hinter Deutschland, Frankreich, die zuletzt auch mit Impfmüdigkeit haderten. Der Haken, die vierte Welle hat auch in Österreich bereits begonnen. Wie die meisten Beobachter erwartet hatten, steigen die Infektionszahlen durch die Delta-Variante stark an. Auch gestern, obwohl am Sonntag weit weniger als sonst getestet wird und am Montag langsamer eingemeldet wird, verzeichnete das Land erneut deutlich über 700 neue Corona-Fälle. Auch die Hospitalisierungsrate steigen langsam wieder an. Zudem gibt es starke regionale Unterschiede beim Impffortschritt. Oberösterreich kommt nur auf 52% vollständig Geimpfte, Wien auf nur 53,5% und derzeit liegen nur das Burgenland mit 63,5% und Niederösterreich mit 60%, zumindest dort, wo Frankreich liegt. Das seien aber insgesamt Raten, die die vierte Welle nicht ausreichend abbremsen lassen könnten, warnen Experten.